schnacken. Ja, aus gutem Grund schalten wir jetzt auch nochmal nach Peking live ins Paralympic-Studio zu Jana Thiel und ja, eine sehr erfolgreiche Sportlerin an ihrer Seite. Ich glaube, man kann sagen, eine der richtigen Abgeordneten. Absolut, Rudi. Wir haben hier Kirsten Bruhn bei uns im Studio. Sie ist die erfolgreichste deutsche Paralympic-Teilnehmerin hier in Peking mit 5 Medaillen. Ein Mammutprogramm, Kirsten, das heute beendet wurde mit noch einer Bronzemedaille. Wie haben Sie den heutigen Tag erlebt? Super nervös. Wie immer. Ja, angespannt bis in den kleinsten Zeh. Und das war sehr, sehr anstrengend. Und ich habe auch bis zum Schluss noch gedacht, überstehst du das hier alles lebendig? Aber es hat zum Glück geklappt. Ja, Anja Fröhlich war jeden Tag mit im Wasserwürfel und hat sie beobachtet und ihre Geschichte der Paralympics 2008 nachgezeichnet. Nach dem Marathon-Wettkampfprogramm dann doch noch ein entspanntes Lächeln bei Kirsten Bruhn. Heute über 50 Meter Freistil wollte die 38-Jährige nochmals Edelmetall, doch ein Fehlstart verhinderte dies. Mühevoll hat sich die inkomplett querschnittgelähmte diese Startposition antrainiert. Sie kann nur die vordere Oberschenkelmuskulatur benutzen. Aufgrund des Fehlstarts musste sie zu lange in dieser Position verharren. Die Beine wurden müde, die Spannung ging verloren. Bruhn auf der oberen gelben Bahn konnte nicht wie geplant die beiden Amerikanerinnen neben ihr ärgern. Jordan gewann in neuer paralympischer Rekordzeit von 33,84 Sekunden vor Popovic und Bruhn 34,50 Sekunden. Ihre dritte Bronzemedaille auf der Freistilstrecke nach den ungeliebten 400 und den 100 Metern. Ihren emotionalsten Moment dieser Paralympics erlebte sie vor 2 Tagen. Der Vorlauf über 100 Meter Brust, ihre Paradestrecke. Weltrekord, 1 Minute 36,30 Sekunden. Sie deklassierte die Konkurrenz. Mehr als 20 Sekunden ihr Vorsprung. Ein Goldvorhaben mit Ansage. Im Finale am gleichen Tag, 9 Stunden später, wieder eine Weltklassezeit. Und erneut mutierten die Konkurrentinnen zu Statisten. Dieses Mal belohnte sie sich selbst mit der ersehnten Goldmedaille. Doch später wird sie sagen, Bestzeiten sind ihr wichtiger als Medaillen, da sie ein Indiz dafür sind, ob sie gut und vor allem richtig trainiert hat. Zuletzt quälte sich Deutschlands Vorzeigeschwimmerin bei den Behinderten 6 Stunden täglich. Und das nur, um das gute Ergebnis von Athen, 4 Medaillen zu toppen. Es ist ihr gelungen, die 5. gab's über 100 Meter Rücken. Sie komplettierte damit den Medaillensatz, holte Silber. Um ihre erfolgreichsten Paralympics zu verarbeiten, wird sie wohl noch einige Zeit brauchen. Zudem ist noch nicht geklärt, wer nun den letzten Blumenstrauß dieser Paralympics bekommt. Die Mama, Schwester und auch Schwägerin sind auf jeden Fall schon einmal versorgt. Ja, da fragen wir doch mal direkt nach, Kirsten Bruhn. Wer hat den 5. Blumenstrauß bekommen? Die eine von unseren beiden Physiotherapeutinnen, die Frau Bolz. Frau Bolz, wie wichtig sind Physiotherapeuten auch für das Seelenheil bei solchen Paralympics? Total wichtig. Also die sind so das letzte Stück vom Puzzle, was das Ganze komplettiert. Weil sie uns nicht nur jetzt massieren, physiotherapeutisch behandeln, sondern sie lenken uns auch ab. Und das ist mental unheimlich wichtig. Und da ist so ein Blumenstrauß auch ein Zeichen des Dankes? Auf jeden Fall. Gibt es da vielleicht noch mehr? Also das ist auf jeden Fall schon mal eine Geste, die ich dann damit auch zeigen möchte. Und sie wollen eigentlich gar nicht, dass wir uns bedanken, weil sie machen es wirklich aus Überzeugung. Und das ist deren Innigstes, was sie auch nur machen können. Und wenn wir dann unsere Leistung bringen, dann sind sie auch wirklich bedient und haben Dank genug. Aber ich werde am 21. eine Dankesparty geben und habe da also alle Förderer und Unterstützer, Freunde und Familie eingeladen. Und das werden so ungefähr 120 Leute. Und ich hoffe, dass das ein sehr, sehr netter Nachmittag wird. Die Ihnen auch geholfen haben, die 120 Leute, zu Ihrem Erfolg hier in Peking. War Leistungssport, Schwimmen mit Leistungssport immer Ihr Ziel? Also ich hatte das vor dem Unfall betrieben. Und, Motorradunfall, der war wann? 91. Mhm. Und das gehörte zu meinem Leben dazu. Ich kenne es nicht anders. Mein Vater und meine Mutter waren auch Leistungsschwimmer. Die ganze Familie ist im Wasser irgendwie zu Hause. Und jetzt nach dem Unfall war es mehr oder weniger Mobilisation, Rehabilitation, weil die wenigen Funktionen, die in den Beinen noch da sind, natürlich durch das Wasser, was ja das Gewicht trägt, einfach leichter zu trainieren waren. Und da habe ich dann irgendwie in meinem Element dann auch wieder das Schwimmen richtig gelernt. Und so, wie es dann auch annähernd beim Leistungssport halt so
gang und gäbe ist. Und dann kam irgendwann halt von der Kollegin dann so dieser Wink, mach es doch einfach mal beim Wettkampf. Und das habe ich gemacht und war sehr erfolgreich 2002. Und da habe ich dann auch wieder Lunte gerochen und das Ganze wieder intensiv betrieben. Insgesamt sind es 9 Medaillen, 4 in Athen, 5 waren es hier in Peking. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß in Peking. Danke. Und darf jetzt zurückgeben an Rudi. Das war's für heute hier aus Peking. Tschüss.